Inside Star Citizen, unser wöchentlicher Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Landing. Heute geht es um New Babbage und einen Blick auf die Whitebox-Phase. Wir lernen die Systemstörungen und Ausfälle von Schiffskomponenten kennen, sogenannten Misfires, und das Recht- und Gesetzsystem, das Lore-System von Stan. Landezonen. Wann immer man über die geschäftigen Zentren wie Area 18 auf Arcorp oder das Zentrum der Macht der Familie Hurston in Lorville stolpert, Landezonen geben den Ton an für das Leben auf ihren jeweiligen Planeten. Und auf Microtech, dem Planet am entferntesten Punkt im Stanton-System, geht die Arbeit weiter an der luxuriösen Stadt, die unter einer mächtigen Kuppel liegt. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir den Produktionsprozess dieser Landezone begleiten und uns ihren Weg in das Star Citizen-Spieluniversum anschauen. Schauen wir uns also New Babbage an, die sich aktuell in der Whitebox-Phase befindet. So, today we're going to look at the Whitebox for New Babbage. So here we have the Microtech Plaza. Hier sehen wir die Plaza von New Babbage. Wie bei allen Landezonen soll auch diese ein einzigartiges Design und Stil erhalten. In diesem Fall soll sich alles auf einen Punkt konzentrieren unter dieser riesigen Konstruktion. Der Hintergrund ist, dass Stanton 4, Sitz der Microtech Corporation, ein überwiegend sehr kalter Planet ist. Die Temperatur ist das Ergebnis eines Unfalls während des UEE-Terraforming-Prozesses, der zu einer ungewöhnlich hohen Wolkendichte geführt hat. Um hier trotzdem leben zu können, befinden sich die Städte unter besagten Kuppeln, was dem Ganzen den Eindruck übergroßer Gewächshäuser verleiht. Zudem wirkt es dadurch sehr symmetrisch. Insbesondere unter der Hauptkuppel befinden sich hauptsächlich Repräsentanzen von Unternehmen, die die Geschäftsflächen von Microtech gemietet haben. Darunter auch Wettbewerber, was den Ruf des Planeten als Ort für Spitzenforschung und Entwicklung begründet. Die Kuppel besteht aus einem äußeren und einem inneren Ring, verbunden mit Gängen, über die man schnell jeden Punkt der Kuppel erreichen kann. Die Herausforderung in so einer symmetrischen Struktur besteht darin, zum einen die leeren Räume sinnvoll zu füllen, aber sie auch interessant zu gestalten. Das ist ein zentraler Aspekt der Whitebox-Planung, denn in späteren Entwicklungsphasen wird es außergewöhnlich schwer, nachträgliche Änderungen noch vorzunehmen. Was wir hier sehen, sind die allerersten Arbeiten. Die Designer können sich aber hier nicht frei austoben, sondern sind gebunden an einen Vorgabenkatalog, den sie vom Narrative Team erhalten, dem Team, welches die geschichtlichen Hintergründe schreibt und somit auch Aussehen und Designsprache formuliert. Nichtsdestotrotz haben auch die Gameplay-Designer ihren Anteil, indem sie sich den Aufbau und das Aussehen aus der Gameplay-Perspektive überlegen. Alle beteiligten Abteilungen bringen ihre Überlegungen und Ergebnisse dann zu einem großen, übergreifenden Plan zusammen, auf dessen Grundlage die Landezone dann entwickelt wird. Basically that plan down. Okay, so that was a look at New Babbage. So with that, thank you, Fred, for coming to my desk to talk about New Babbage. Hey, thank you. Alpha 3.6 legt eine Menge der Grundlagen für geplante Gameplay-Mechaniken. Und eine dieser Grundlagen, das sind Systemstörungen und Ausfälle von Schiffskomponenten, sogenannte Misfires. Was gestört werden kann und wie sich das aufs Gameplay auswirkt, das erfahren wir im zweiten Block dieses ISC. Was ist das also, ein Misfire? Ein Misfire ist eine Störung des erwarteten Verhaltens einer Komponente. Es passiert im Grunde genommen zufällig, ist aber ein Resultat einer Beschädigung oder schlechter Wartung. Wenn man also eine Komponente zu stark überhitzt hat oder sie schlicht alt ist und zudem schlecht gewartet, dann neigen Komponenten zukünftig dazu, nicht mehr das zu tun, was sie tun sollen, oder zumindest nur noch im eingeschränkten Rahmen.
Tritt solch eine Störung auf, wird das auf unseren Head-Up-Displays im Schiffscockpit angezeigt. Aktuell gibt es hier noch keine weiterführenden Informationen. Diese Details werden in späteren Patches entwickelt und implementiert. Außerdem wird es immer mehr Komponenten geben, denen Störungen widerfahren können. Zuerst in 3.6 sind das die Energieversorgung, Schildgeneratoren, Schubdüsen und Kühlsysteme. Zudem gibt es unterschiedliche Stärken, Level einer Störung, begonnen von einer eigentlich nicht wahrnehmbaren Störung, die aber trotzdem auf dem HUD, auf dem Head-Up-Display angezeigt wird, bis hin zu einem Totalausfall. Warum macht CIG das eigentlich, diese Sache mit den Misfires? Man möchte dem Spieler Konsequenzen für ihr Handeln aufzeigen. Wenn man seine Komponenten ständig überlastet, dann sollen sie sich schneller abnutzen und Fehler produzieren. Das verleiht einem Raumschiff auch einen gewissen Charakter, wenn eine bestimmte Komponente beispielsweise andauernd ausfällt, weil eben der Spieler dazu neigt, diese Komponente ständig zu überlasten. Wichtig ist also, unser Handeln hat Konsequenzen, startend bereits beim Aspekt, wie wir mit unseren Raumschiffen umgehen. Aber gerade im Hinblick auf das Nutzen von Komponenten wird es nicht so sein, dass sie von jetzt auf gleich ausfallen. Dieser Prozess geht über mehrere Schritte, sodass wir uns überlegen können, ob wir so weitermachen wie bisher oder ob es vielleicht Sinn macht, hier und dort etwas zurückhaltender zu agieren. Auch eine durch ein EMP herbeigeführte Störung wird nicht zu einem nachhaltig kritischen Schadenszustand führen. Die Gameplay-Mechanik soll kein Gefühl von Unfairness erzeugen, sondern das Spielerlebnis und die Immersion unterstützen. Leben in Stanton bedeutet, zwischen verschiedenen Fraktionen zu navigieren, Hersteller, Verkäufer oder auch Nicht-Legale, die alles im Verse in Schwingung bringen und beeinflussen. Es ist also wichtig zu kennen, diese Fraktionen zu kennen, die Spieler zu kennen, worauf sie aus sind, was sie treibt, warum sie das tun, was sie tun. Denn das kann den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Abenteuer und einem unglücklichen Unfall bedeuten. Werfen wir also einen Blick auf das Leben und die Geschichte unter dem geltenden Recht- und Gesetzsystem, dem Law System von Stanton. Die beiden führenden Autoren, Dave Haddock und William Weisbaum, erzählen uns mehr dazu. Genau wie bei dem zuvor vorgestellten Misfire-System geht es beim Stanton-Gesetzsystem, beim Law-System, um Konsequenzen. Schmuggelt man also oder hält sich sonst wie nicht an geltendes Recht, soll man das im Gameplay zu spüren bekommen. Aus diesem Gedanken erwuchs die Idee, Bereiche eines Sonnensystems unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten zu unterlegen, sogenannten Jurisdictions. Das kann man sich wie verschiedene Schichten, wie verschiedene Layer vorstellen. Da wäre zum einen das Fundament, die UEE-Gerichtsbarkeit. Überall im Verse gilt im Grunde genommen zuerst das System der UEE. Das Interessante daran ist, dass jeder Planet, jeder Bereich im Verse von den jeweils führenden Fraktionen dieses quasi Grundgesetz an eigene Belange anpassen kann, solange es der UEE-Gerichtsbarkeit nicht widerspricht. Das führt dann unter anderem dazu, dass es auf bestimmten Planeten eigene Sicherheitskräfte gibt, die für die Einhaltung der lokalen Gesetze sorgen. Das bedeutet, dass gewisse Handlungen in einer Welt in Ordnung sein können, während sie im nächsten System geltenden Recht widersprechen. Im Kleinen wird man das bereits im Stanton-System finden können. Während es in Lorville etwas ruppiger, handfester zugeht, ist Microtech als quasi das Silicon Valley des Verse etwas stringenter in der Formulierung und Einhaltung ihrer Gesetze. Allerdings gibt es hier einen Fokus auf Lebensstil und Partyszene, weshalb man im Hinblick auf das Nutzen und Mitführen von Aufputschmitteln und Drogen etwas laxer ist, als es in anderen Bereichen Stantons, wie zum Beispiel Hurston, der Fall ist. Damit es nicht auf Versuch und Irrtum für die Spieler hinausläuft, gibt es entsprechende Kompendien im Mobiglas, in denen man sich über die Gesetzeslage des jeweiligen Bereiches schlau lesen kann.
Dies sei gesagt, das Autorenteam hat noch sehr viel zu tun und sehr viel zu erfinden, um uns genau diese schriftlichen Informationen an die Hand zu geben, die es uns ermöglichen, zu entscheiden, wie wir uns im jeweiligen Bereich eines Sonnensystems verhalten möchten. Und das war's für diese Woche. Ich wünsche euch auf diesem Wege wie immer ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Cheers.